herzlich willkommen bei der Faser AG hier in Chemnitz. Ich würde Sie jetzt gern mitnehmen, einmal unser schickes Bürogebäude hier anzuschauen. Ich möchte Ihnen da gern zeigen, wie wir hier heizen, mit welchen innovativen Technologien wir uns hier beschäftigen. Und Sie sehen hier draußen schon eigentlich unseren Hauptheizwärmeerzeuger, eine fast 300 Quadratmeter große Solarthermiefläche. Die ist einmal komplett in diese Gebäudefassade integriert. Die steht eben auch extrem steil schräg aufgestellt, um eben die Wintersonne einzufangen. Wir haben jetzt leider gerade kein Glück. Die Wolken verstecken uns ein bisschen die Sonne. Deswegen sehen wir jetzt nicht, wie die Sonne auf unser schönes Kollektorfeld scheint. Was Sie aber sehen ist, wir haben auch in dieser Kollektorfläche Fenster integriert, die also architektonisch sich mit diesem Feld, diesem Wärmeerzeuger, zu einer Einheit verbinden. Und das macht eben das aus, was man als solares Bauen bezeichnet, dass man also den Kollektor nicht einfach irgendwo an das Gebäude heransetzt als aufgesetzte Technologie, sondern wirklich eine Einheit zwischen Architektur und Wärmeerzeugung. Ich möchte Sie bitten, dass wir zusammen reingehen. Wir gucken uns an, wie es hier drin im Gebäude aussieht, was sich also hinter dieser schicken Fassade versteckt. Folgen Sie mir bitte. So, wir gehen gleich einmal nach oben zu unserem großen Hauptbereich hier im Gebäude. Und dann sind wir auch schon einmal mitten im Gebäude angekommen. Wie Sie sehen, haben wir einen recht großzügig gestaltenden Innenhof hier in diesem Haus, was man von außen gar nicht so vermutet. Wir haben ganz bewusst die Bürogebäude, wenn Sie einmal ringsrum gucken, die Büroräume sind alle nach außen angesiedelt. Das heißt, jeder hat sein Tageslichtfenster. In so einem großen Gebäude ist das ja immer ein bisschen schwierig, dass man also im Innenbereich immer dann Räume hätte, die kein Tageslicht haben. Wir haben aber die Räume, die wir zentral hier drin haben, mit Deckenlichtern versehen. Das heißt, das Sonnenlicht kommt auch hier von oben, sodass wir auch hier heller Räume gestalten können. Und wie heizen wir jetzt in dem Gebäude? Sie können ja mal auf den Fußboden gucken. Das heißt, das ist unsere Heizfläche. Hier unten drunter liegt also ganz klassisch eine Fußbodenheizung. Das gesamte Gebäude, die ganzen 1000 Quadratmeter, die wir hier nutzen, sind also mit einer Fußbodenheizung ausgerüstet. Und unser Herzstück, das sehen Sie hier, wir sind die Treppe gerade hochgekommen, Sie sehen hier einen großen Solarspeicher. In diesem großen Fass, würde ich es mal so bezeichnen, befinden sich 110.000 Liter Wasser. Dieses Wasser wird von der Solarthermieanlage, die wir vor uns gerade draußen gesehen haben, aufgeheizt. Und die Idee dahinter ist, dass wir die ganzen Überschüsse, die wir im Sommer erzeugen, alles, was an Wärme zu viel ist, das packen wir alles in diesen Speicher. Dieses Silberne, was Sie darum sehen, ist eine Wärmedämmung. Das heißt, der Speicher ist ganz warm eingepackt, so wie man sich im Winter auch einpackt, dass man also die Wärme im Körper behält. So wird die Wärme in diesem Speicher durch eine Wärmedämmung drin gehalten. Und diese Wärme aus dem Sommer, die nehmen wir in die Wintermonate und damit heizen wir. Irgendwann kommt natürlich dann im Verlauf der Heizzeit, im Dezember, Januar, der Punkt, wo dieses Wasser nicht mehr warm genug ist. Das heizen wir im Sommer bis 95 Grad Celsius auf. Und wenn diese Wärme verbraucht ist, dann brauchen wir eine Zusatzheizquelle. Wir schaffen es mit der Technologie, die wir hier verbaut haben, diese 300 Quadratmeter Kollektor draußen und diesen 110.000 Liter Warmwasser, die wir hier stehen haben, schaffen wir es, 90% der Wärme für dieses Gebäude zu erzeugen. Und was uns dann fehlt an Restwärme, da können wir uns mal umdrehen und mal nach hier hinten schauen. Dafür haben wir hier einen Kaminofen. Das heißt, dieser Kaminofen, der jetzt gerade in Betrieb ist, wir sind jetzt im Februar, wir müssen also jetzt Energie zuführen, weil die Sonne gerade nicht so mit uns mitspielt, wie wir es gern hätten. Und damit erzeugen wir die Restwärme. Also mit dem kleinen, also relativ klein wirkenden Kaminofen schaffen wir es dann mit Hilfe und Unterstützung der Sonne, dieses Gebäude weiterhin zu beheizen. Der Kaminofen gibt seine Wärme nicht nur in diesen Innenraum ab, sondern um diesen Brennraum herum ist alles mit Wasser gefüllt. Das heißt, es ist wie so ein Wasserkocher. Wenn ich da Holz drin verbrenne, wird das Wasser warm. Das wird dann bis auf 60, 70 Grad erwärmt. Und diese Temperatur, dieses erwärmte Wasser, wird dann zum Speicher gegeben. Das heißt, wir erwärmen das Wasser hier drin, speichern das dort ab und heizen dann damit das Gebäude weiter. Wir können jetzt mal in den Heizraum schauen. Dort läuft also alles zusammen. Dort kommen also die Rohre vom Kaminofen an. Dort geht die Wärme zu den Fußbodenheizungen weg. Dort kommen die Rohre von der Solaranlage an. Dort sitzen die Pumpen und die Regeltechnik. Und da gehen wir jetzt hin und gucken uns das an. Dann willkommen im Heizraum, im Herzstück von unserer Heizanlage. Wir sind jetzt hier am unteren Ende des Speichers. Wir sehen also, wir mussten sogar noch ein Stückchen in diese Bestandsbodenplatte von diesem Gebäude hier
einlassen, dass wir also den Speicher in seiner Höhe komplett hier reinbekommen haben. Die Speicher werden aber jedes Mal individuell zu dem Projekt gefertigt. Das heißt, der ist bewusst so groß und so dick gewählt worden, dass wir also wirklich die Energie, die wir brauchen für das Heizen, auch hier wirklich abspeichern können. Deswegen eben 110.000 Liter Wasser für dieses Gefäß und diese Höhe von diesen 10 Metern, die wir hier haben, der also durch die zwei Geschosse geht und bis hier unten in dem Heizraum ankommt. Man sieht hier die gesamte Rohrlogistik, die hier ankommt. Wir haben also verschiedenste Rohrleitungen, die hier sich sozusagen treffen. Wir haben ganz hinten in der Ecke, ich gehe mal hinter und zeige es dir nochmal, dass man sieht, was hier los ist. Das ist die Solarpumpe, die bringt also die Wärme von den Kollektoren einmal nach hier unten und lagert die dann in dem Speicher ein. Mit diesem Pumpengerät wird also diese Flüssigkeit in den Kollektoren bewegt. In den Kollektoren steckt ein Wasserfrostschutzgemisch, so wie man das aus dem Autokühler auch kennt, dass das eben bei Frost nicht einfriert, weil nachts scheint keine Sonne. Dann haben wir auch mal da im Kollektorfeld, jetzt die Tage hat man bis minus 20 Grad da drin, damit es nicht einfriert, ein Wasserfrostschutzgemisch. Und diese Wärme, die in diesem Kreis läuft, wird dann in diesem Wärmespeicher über Wärmeübertrager abgegeben. Kann man sich vorstellen wie so ein Tauchsieder, da sind also solche Wendel drin in verschiedenen Höhen und die werden die Wärme der Kollektorflächen eben hier in dem Speicher in verschiedenen Höhen abgeben. Das Wichtige bei diesem Speichersystem ist, eben wenn man Langzeit-Wärmespeicherung betreiben möchte und diese auch effektiv einsetzen möchte, dass diese Speicher die Wärme schichten. Das Wasser, das kennt man so aus der Physik und aus dem Physikunterricht, hat also je nach Temperatur verschiedene Eigenschaften. Und eine ganz wichtige Eigenschaft ist, dass warmes Wasser nach oben steigt, kaltes Wasser nach unten fällt durch den Dichteunterschied. Und so schaffen wir es eben auf diesen 10 Meter Höhen auch Temperaturunterschiede gut zu speichern, die sich nicht vermischen. Das heißt, wir haben jetzt gerade im Moment aktuell um die 60 Grad ganz oben im Speicherkopf. Das ist die Wärme, die uns der Kaminofen gerade erzeugt. In der Mitte wird es dann so auf 40 Grad sich herabsenken. Diese Wärme nutzen wir jetzt für die Fußbodenheizung. Fußbodenheizflächen werden so im Standardfall mit 20 bis 35 Grad betrieben. Wir haben also 40 Grad dort im mittleren Bereich, die wir gerade für unsere Fußbodenheizung nutzen. Und hier ganz unten ist es ausgekühlt, da haben wir nur noch 20 Grad. Das sind die Temperaturen, die die Fußbodenheizflächen zurückbringen. Und so kann man durch die Schichtung der Speicher eben die Temperatur sehr gut ausnutzen und eben auch solche hohen solaren Deckungsgrade, solche hohen Nutzungsgrade in solchen Gebäuden erreichen. Also wichtig, ein schlanker, stehender Speicher, um die Schichtung zu erreichen. Das Ganze wird geregelt von einem kleinen Reglersystem. Das sieht man einmal hier. Wir haben für unseren Bereich zwei Systeme. Einmal der kümmert sich um die Solaranlage, um den Kaminofen. Der hier drüben, der kümmert sich um die Heizflächen. Wir haben zwei Heizflächen, einmal fürs Erdgeschoss. Das ist dieser Bereich. Das heißt, wenn ich diesen Kasten mal aufmache, dann sieht man dahinter nichts weiter als eine kleine Pumpe, die die Wassermenge aus dem Speicher durch die Fußbodenheizflächen drückt. Das gleiche gibt es nochmal für den Bereich des Obergeschosses. So haben wir diese zwei Systeme voneinander getrennt, fahren aber beide die gleichen niedrigen Temperaturen. Man sieht es hier so ein bisschen, es gehen so nicht mal 30 Grad jetzt bei einer Außentemperatur. Ich glaube, heute sind es so 5 Grad plus, die wir draußen haben. Fahren wir also mit nicht mal 30 Grad Temperatur hier in die Fußbodenheizflächen und heizen damit dieses Gebäude. Einmal von den zwei Reglern eben gesteuert und mehr Technik ist schon gar nicht mehr nötig, mehr Logistik steckt da gar nicht dahinter. Es ist ein sehr einfaches System, um eben eine Langlebigkeit auch für so ein System zu schaffen, hat man also auf Komponenten, die viel Elektronik, viel Technik innehaben, verzichtet. Man hat auf das Nötigste reduziert. Wir haben also nochmal zusammenfassend draußen ein Kollektorsystem, dort wird warmes Wasser erzeugt, das wird in den Speicher eingelagert. Auch in dem Speicher ist wiederum nur Wasser als Speichermedium. Dieses Wasser wird in die Fußbodenheizflächen gegeben und Energie, die uns fehlt, erzeugt uns ein Kaminofen. Dieses einfache System ist natürlich wissenschaftlich betrachtet nicht ganz so spannend, da wir uns aber auch immer wieder mit Neuerungen beschäftigen und auch Forschungsarbeit betreiben, haben wir hier noch ein System integriert, das hier unten steht. Das ist eine kleine Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Wir beschäftigen uns also auch mit anderen Technologien und testen, was diese Technologien uns bieten können, welche Fortschritte dort gemacht werden, wie sowas funktioniert. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Wärmepumpen kennt man entweder, dass die ihre Energie aus der Luft beziehen. Das sind solche Luftwärmepumpen, die man ganz klassisch jetzt in jedem, fast jedem Einfamilienhausprojekt draußen im Baufeld findet. Oder eben mit einer Tiefenbohrung arbeitet, dass man also wirklich die Erdwärme anzapft, die tiefenliegende.
Und wir haben hier als Wärmequelle keins der beiden, sondern wir nutzen als Wärmequelle unseren Speicherfuß. Ich hatte vorhin erzählt, dass wir da unten so 20 Grad haben. Das ist die ausgekühlte Temperatur aus den Fußbodenheizungen. Und von diesem 20 Grad Wasser haben wir hier unten durch diesen großen Speicher eben schnell mal 5.000, 6.000 Liter Wasser zur Verfügung. Und diese Energie nutzt diese kleine Wärmepumpe und macht daraus wieder Wärme, die wir nach oben zu unserem Speicher schicken. Das heißt, unser Speicher ist einmal die Quelle für die Wärmepumpe und aber auch gleichzeitig nochmal das Speichermedium. Diese Wärmepumpe nutzen wir für den Fall, wenn wir unseren Kaminofen nicht betreiben können oder wollen. Es gibt eben so Zeiten im Jahr, gerade zwischen Weihnachten und Neujahr, wo wir hier nicht im Bürogebäude sind, wo wir also nicht nachheizen können, wenn uns Energiebedarf fehlen sollte. Dann schalten wir diese kleine Wärmepumpe an und die schafft es dann, unser Gebäude weiterhin zu beheizen und uns Wärme zur Verfügung zu stellen. Das sind so Ansätze, die wir immer mitgehen, wo wir sehen, was kann man also mit der Solarthermie, mit der Wärme noch machen. Und die kühlt den Speicher runter, dadurch wird es unten im Speicher sehr, sehr kalt und unsere Solarthermiefläche, unser Regler merkt das. Und wenn da unten bloß noch 10, 15 Grad sind und wir haben so einen bedeckten Tag wie heute, habe ich trotzdem im Kollektor mal schnell 20, 25 Grad Celsius und diese Energie kann ich da wieder einlagern. Die hätte ich sonst nicht nutzbar im System. Mit 25 Grad kann ich jetzt in Heizzwecken nichts anfangen, aber ich kann diese Quelle der Wärmepumpe wieder aufladen. Und so schaffen wir es, die Effektivität der Kollektoren draußen auch in den Winter- und Übergangsmonaten noch weiter zu steigern, indem wir eben solche Wärmepumpensysteme einsetzen. Was wir in dem Gebäude hier noch haben, das ist fürs Einfamilienhaus nicht ganz so praktikabel, aber hier im Gewerbebau oder eben auch in großen Projekten funktioniert das gut. Wir haben in diesem Haus auch ein Kühlsystem. Wir haben aber keine Kühllüftung oder Kühlheizdecken eingebaut, sondern wir nutzen unsere bestehende Fußbodenheizung und eben auch diese zwei Fußbodenheizsysteme, um das Gebäude im Sommer zu kühlen. Im Sommer haben wir ja nicht nur den Überschuss, den wir für den Winter mitnehmen, sondern wir haben sogar noch mehr Energie übrig. Und da haben wir im Garagenbereich hinten eine Absorptionskältemaschine stehen seit zwei Sommern jetzt, mit der wir auch unser System hier noch ein bisschen aufwerten, das wir auch jetzt in einem aktuellen Forschungsprojekt nochmal untersuchen. Und da gehen wir jetzt mal hin, schauen uns mal an, was so eine Absorptionskältemaschine von der Größe, von der Dimension her macht. Und dort erkläre ich, wie das ganze Ding funktioniert. Also bitte folgen Sie mir. So, dann gehen wir jetzt in die Garage. Vorsicht, die Tür schnappt zu. So, wie es in so einer Garage aussieht, immer ein bisschen unordentlich. Das kennt man, glaube ich, von zu Hause. Aber unsere Hausmeister sind bemüht, hier immer Ordnung zu halten. Wir sind jetzt an der Stelle angekommen, diese angesprochene Absorptionskältemaschine. Man sieht also fürs Einfamilienhaus ein bisschen wuchtig. Den Platz findet man nicht überall. Hier in einem großen Objekt kann man sowas unterbringen. Dieses Gerät erzeugt aus Sonnenwärme, aus Überschusswärme, also nicht nur aus Sonnenwärme, aber bei unserem Fall ist es die Sonnenwärme, die wir zu viel haben im Sommer, erzeugt es Kälte. Das heißt, auf der einen Seite läuft warmes, heißes Wasser rein aus der Solarthermieanlage, im Sommer eben bis 95 Grad. Und daraus wird auf der anderen Seite Kälte erzeugt in einem chemischen Prozess. Das ist aber geschlossen, da läuft keine Chemie aus, das ist hier fest eingebaut. Das wird sozusagen hier drin in dem Gerät umgewandelt und die Kälte wird in diesem Speicher, in einem kleinen Kältespeicher abgelagert. Das heißt, der Speicher ist dann im Sommer ungefähr 10 Grad kalt. Hier sind also 10 Grad kaltes Wasser drin. Es sind 2000 Liter, die wir hier stehen haben. Und mit diesem kalten Wasser bedienen wir dann im Sommer unsere Fußbodenheizung bzw. dann eben eine Fußbodenkühlung. Wir fahren dann mit 18 Grad kühlem Wasser durch die Fußböden, kühlen damit die gesamte Oberfläche des Gebäudes, diese Fußbodenoberfläche des Gebäudes herunter und schaffen es eben angenehme 20, 22 Grad Raumtemperatur im Gebäude zu halten, wenn wir draußen so um die 30 haben. Und wenn es ganz extrem wird, wir hatten letzten Sommer wieder so ein paar Tage, wo wir so knapp an die 40 Grad rankamen um die Mittagszeit. Selbst dann haben wir noch 26, 25, 26 Grad Celsius im Raum, was natürlich dann schon sehr angenehm empfunden wird, wenn draußen 40 Grad sind. Es ist aber auch nicht mit einem Zugeffekt verbunden, das heißt, da pustet nirgendwo kalte Luft, wie man es vielleicht aus dem Auto kennt, wenn man die Klimaanlage sehr hoch dreht, weil es sehr warm ist und dass man sich dann verkühlt. Wir haben also wirklich kalte Flächen, die diese Wärme aus den Räumen abtransportieren. Und diese Wärme, die wir aus den Räumen rausholen mit dem kalten Wasser, diese Abwärme müssen wir natürlich auch irgendwo abgeben. Und deswegen beschränkt sich diese Absorptionskältemaschine eben nicht nur auf den Kaltwasserspeicher und das Gerät selber, sondern es gibt draußen noch einen Rückkühler, wo die Wärme dann auch noch weggepustet wird in die Umgebung. Da gehen wir jetzt auch noch schnell gucken. Und dann haben wir einmal das Gesamtsystem von diesem Gebäude hier komplett angeschaut.
Also wir gehen wieder zurück durch die Türen, gehen einmal den Innenbereich durch, wo wir den Speicher und den Kaminofen hatten und gucken mal hinten zur Tür raus und sehen dort den Rückkühler stehen. Also mir wieder nach. Und dann schauen wir jetzt mal raus zu dem Rückkühler, den wir noch für unsere Kältemaschine haben. Der steht jetzt einmal hier hinten. Der steht im Norden des Gebäudes, dass er also im Schatten steht, dass er im Sommer auch ein bisschen Wärme abbekommt. Das ist ein sogenannter Tischkühler unter diesen Hauben. Die haben wir jetzt für den Herbst- und Winterfall eben zugedeckt, dass eben da kein Laub und kein Schnee reinfällt. Stecken drei große Ventilatoren. Die pusten dann die warme Luft hier in die Umgebung. Und so kriegen wir die Wärme aus dem Gebäude raus. Ist aber keine klassische Klimaanlage, sondern eben so ein Absorptionskältesystem, was also mit einem Kaltwasser funktioniert. Kaltes Wasser durch die Fußbodenheizung schicken und die Wärme, die wir aus dem Gebäude rausziehen, die wird in dem Prozess dann hier über diesen Luftkühler abgegeben und wird so aus dem Gebäude abgeführt. Ich zeige Ihnen jetzt noch ein paar von unseren Büros. Wir gucken mal, ob wir nicht irgendeinen Kollegen aufschrecken. Die sind immer ein bisschen kamerascheu, aber wir finden mal ein Büro, wo wir reingucken können, dass Sie mal sehen, wie man so ein Bürogebäude modern, klassisch heutzutage gestalten kann. Muss also kein Bunkerbau sein, wie man das vielleicht aus irgendwelchen anderen Büros kennt, sondern das geht auch ganz modern und ganz schick. Hier machen wir zu, dass wir unsere Wärme auch drin halten. Und Sie folgen mir mal bitte. So, und dann können wir hier mal reinschauen. Das ist also so ein typischer Büroraum, sind eigentlich Einzelbüros. Das nutzen wir hier so ein bisschen als kleinen Besprechungsraum. Sie sehen, wie ich es vorhin schon mal angesprochen hatte, jedes Bürozimmer hat also Tageslicht. Wir haben die nach außen an die Gebäudeaußenseite angesetzt. Was Sie auch sehen, wir haben hier einen Holzfußboden, das ist also echt Holz. Da unten drunter befindet sich die Fußbodenheizung. Gibt also ein sehr, sehr angenehmes Klima. Eben jetzt gerade im Winter haben wir es hier schön kuschelig warm drin. Und im Sommer haben wir hier die Kühlung unten drunter, sodass wir dann auch hier sehr angenehme Temperaturen haben. Ja, so kann also so ein Bürogebäude aussehen, so kann ein Büroraum wirken. Unsere Architekten, unsere Innenarchitekten haben also auch diese typischen, für uns typischen Baugeschichten, diese 68 Grad auch hier im Innenraum immer wieder aufgegriffen, sodass wir also den Außenbereich auch hier im Inneren wiederfinden, dass man also das Gebäude an sich immer wieder in sich spiegelt und dieses Projekt, dieses Faser Office eben so, wie Sie es jetzt einmal komplett von mir gesehen haben, funktioniert. Wir sind jetzt wieder am Kaminofen angekommen, einmal komplett durchs System, durchs Haus geführt. Sie sehen, er ist immer noch am Brennen. Ich muss dann, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was nachlegen. Wenn Sie sich für dieses ganze System interessieren, dann nutzen Sie das Kontaktformular bei uns auf der Internetseite. Sie sind auch jederzeit bei uns herzlich willkommen. Wenn wir die ganzen Corona-Auflagen dann auch wieder gelockert haben, dürfen Sie, genau wie ich jetzt, durch das wir den Abstand hatten, auch ohne Maske sich hier bei uns im Gebäude bewegen. Wir zeigen Ihnen gern, wie das alles funktioniert. Und erklären Ihnen auch gern, wie das für Ihr Projekt funktionieren könnte. Also kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie. Danke.